So, Freunde, willkommen zurück zu Mario Party 3, dem passenden dritten Part. Und ich bin immer noch am Shoppen hier und einer hat ja gesagt, ich soll mir die Itemtasche kaufen. Also, ich habe das jetzt so verstanden. Aus der Itemtasche kommen drei zufällige Items raus, ja, und jemand hatte zwei zufällige Lampen drin. Das ist ja schön, aber ich habe nur zwei Items frei. Also ist die Chance, dass das passiert, relativ schlecht. Also, ich kaufe mir die Zauberlamp. Yahoo! Genau, ganz deiner Meinung, Mario. Im nächsten Ründchen gibt's denn ordentlich mal... Oh, ich freue mich wieder auf die Minigames, Alter. Ich bin richtig gespannt, was es noch für Minigames gibt. Ich bin so heiß drauf, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Ich finde komisch, die Charaktere drehen sich hier mal, wenn man auf irgendeinem Feld landet. Das sieht aber sehr kotzig aus. Ich würde mich stundenlang nur übergeben hier. Yoshi, Quichu! Yay! Hat's geschafft, Mann. Ist ja richtig krass. Los, ein Vierer-Spiel. Ja, geil, Mann. Ein Vier-Player-Game. Und wir kriegen... Oh Gott, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut, Freunde. Das klingt überhaupt nicht gut. La da 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 da. So, und natürlich auch meinen klassischen Allrounder Safe State Pro Minispiel. Und das sieht wirklich nicht gut aus. Dränge deine Gegenspieler von dem beweglichen Spielfeld. Verbrenne dich nicht an den Flammen. Also ein Kampfminispiel oder was? Stampfattacke angreifen. Aha. Das Spielfeld schrumpft von Mal zu Mal. Oh Gott. Oh Gott, Freunde, das sieht nicht gut aus. Ich kenne das Minispiel wie immer nicht. Ach, Blind Let's Play sind aber schönes. Oh mein Gott, ey, die Flammen haben hier keinen Grafikbug. Das ist ja cool. Start ist erstmal Kopf über. Wow, 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 fuck, Alter. Scheiße. Nein, nein. Oh Mann, du Ichi, du Assi, Mann. Du Wichsko. Ey, der hat oft genug gewonnen. Nein, I'm the best. Du bist der Rest, Mann, hier. Kuss auf die Schnauze, Bengel. Wieder verloren. Oh, Quichu. Oh, wie er guckt. Ich finde das so süß. Der Vierte guckt unten anscheinend immer so. Das ist ja cool. Naja, blöder Assi, Mann. Du willst mein Bruder sein, du hilfst mir nicht mal. Aber gut, egal. Oh, uns ist ein Bowser-Handy. Ich finde die Handys, ich komme darauf gar nicht klar, Freunde. Und wen willst du anpissen? Hallo, hier spielt Bowser. Wer ist da? Mario, oder? Ich bin nicht da. Oh, oh. Ey. Ey, komm, Freunde, das riecht nicht gut, Freunde. Ich glaube, ich bin jetzt fällig, Freunde. Ey, das ist doch ein Witz, oder? Ich hoffe, dich zu treffen, Mario. Na, welch grässliches Grauen. Oh, nee. Och, nö. Boah, das ist doch asozial. Ja, Münzring klingt nicht gut. Ey, ist doch asozial. Oh Mann, Luigi, du dumme Schwuchtel. Ey, wisst ihr nicht nur, dass er das Minispiel vermisst? Nein, er muss auch seinen Bruder ärgern, obwohl er noch nicht mal mehr Erster ist, ja? Das ist so. Oh Mann, ey. Ah, sozial. Los, du wirst jetzt getroffen, du Bastard. Boah, was für ein Jump, Alter. Los, roll mal schneller. Oh, Peachy. Scheiße, Mann, Mist. Also die ist gerade schlecht gesprungen anscheinend. Und hat gerade Eisfall verkackt. Sehr geil. Ich finde gut, dass man den Ereignissen so aus dem Weg gehen kann. Ich habe leider nicht genug Geld jetzt mit der Zauberlampe hier zu punkten. Also muss ich laufen. Hoffentlich kann ich in den letzten 5 Runden noch genug punkten, weil sonst wird's kritisch, nicht wahr? So, wo geht's nach oben? Rechts? Da? Wo ist der Stern überhaupt? Der ist doch rechts irgendwo gewesen, nicht wahr? Und zwar... genau da. Da komme ich, glaube ich, am besten über die Mitte. Oh Gott. Gut, 3 Münzen. Ich hoffe ja mal, ich krieg mal ein bisschen wieder Minispielgeld hier. Fersengeld, nicht wahr? Peach läuft ebenfalls in meine Richtung. Gibt's hier auch so Duelle an den letzten 5 Runden? Das wäre cool. Oh, der hat ein Glück, Alter. Lass dein Glückstab beantworte Freunde Frage und du kriegst ein Item. Ey. Ein Warpblock und ein Pilz. Oh, hätte ich auch gern. Oh Mann, ich will auch so ein Feld haben. Ey, die Items sind ja echt overpowered hier, muss ich sagen. Also, es gibt nicht... also, nicht overpowerte Items, sondern extrem viele Items, muss man sagen. So, was haben wir jetzt? Der Rohrputzer. Na komm, ich bin doch Klempner. Das ist doch genau richtig, richtig schön. Gaswasser-Scheiße, nicht wahr? Das ist doch das Beste. Richtig schön in die Röhre rumkrauchen. Richtig schön die Scheiße rauswühlen. Trifft die Baby-Bowser mit dem Hammer, sobald sie aus den Röhren auftauchen. Na, da müssen wir die Räder nochmal richtig putzen, Alter. So, ich sehe oben A, unten B und oben B. Rauf A, B, Hammerschlag, runter A, B, Hammerschlag. Gut. Die Bowser wollen dich austricksen. Die meisten Treffer bringen dir auch die Münzen.
Das verstehe ich nicht. Trifft die Bibi-Bowser mit dem Hammer, sobald sie aus den... Heißt das jetzt so, dass wenn ich, also dass man Münzen kriegt pro Treffer? Das wäre ja logisch, aber... So. Unten B. Oben A, oben B. Unten A, oben A, unten B. Unten A, unten B. Und oben A, unten A, oben B. Unten A, oben B. Oben A, unten A, oben B. Unten B, unten A. Das ist ja geil. Ah, nee, scheiße. Oben B, oben A, scheiße. Ah, nein, fuck, Dreck, Mist, Kacke, Puh. Wow, fuck, was? Knacks, boom. Alle vier nochmal richtig schön weggeknüppelt. Und jetzt Erzählung. Boom, geil, 24. Haha, ist ja geil. I'm the best. Ja, endlich mal, ich muss ja mal ein bisschen Geld verdienen, sonst krieg ich nicht mal den Minispielstern. Für mich, der sich selbst als skillig in Mario Party bezeichnet, wäre das sehr peinlich, muss ich sagen. Scheiße, mir fehlen immer noch zwei Münzen, sonst kann ich mir keinen Stern kaufen, das ist doof. Badabam, badabam, badabam. Ey, nee, oder? Ey, Luigi, das kann nicht sein, oder? Ey. Luigi, was machst du denn da? Oh, oh. Was kosten hier Sterne stehen? Ach, 50, nach wie vor. Och, nö. Oh, Peach, das finde ich gut. Muss man hier auch mit A machen? Ist ja mein Job. Buhu will deine Münze stehlen. Drücke A wiederholt, um Buhu zu verscheuchen. Oh, 21 Münzen, Alter. Das ist aber viel. Ich dachte, das wäre vielleicht mal ein bisschen reduziert worden. Ich finde, Buhu hat extrem viel geklaut in Mario Party 2. Das war manchmal sehr, sehr übel, muss man sagen. Oh, er wirft wieder mal seinen Schneeball. Action Time! Für wen denn überhaupt? Für gar keinen, oder? Oder doch, warte mal, wenn er jetzt da rechts ankommt, dann dürfte Luigi Action Time haben, oder? Ja, genau. Luigi ist ready! Ready for takeoff! It's me, Pizza Mario! Pasta Luigi, nicht wahr? Yes! Guter Sprung! Aber es hat eh nicht viel gebracht. So, ich brauche jetzt Geld irgendwo her. Ich laufe jetzt nach rechts, nicht wahr? Und ich kann mir da lang oder da lang aussuchen. Das ist ja krass. Da kann ich nochmal Items kaufen. Hehehe. Oh, nee, oder? Ey, ich hab einen Pech, das geht gar nicht. Das ist katastrophal. Aber egal, erstmal 8 Felder. Bada, bada, bada. Peachy kauft sich Items. Die kauft sich schon auch eine Zauberlampe, oder? Oh ne, sie will keine Items. Du willst keine? Pech, Mann. Tschüssi. Umso besser, ich krieg gleich die nächsten Items zu fahren. Ich finde die Minispiele richtig cool. Oh. Yoshi nimmt sich den Pilz und rattert immer richtig los hier. Ein Quitschu. Eine 1 und eine 1. Haha. Ja, gibt's ja auch Paschgeld? Ja. Das ist ja geil. Was für ein Glück, man aus Paschgeld in Münzen. Scheiß Raucherhusten. Nee, oder? Boah, ich wollte schon sagen. Alter, wäre gerade ein bisschen cheatrig gewesen. Jetzt hier nochmal ein Sternblock hier. Quietschu! Aber 20 Münzen geht ja noch. So, aber nächste Runde bräuchte ich mir die 20 Münzen, weil ich bin hier der mit dem wenigsten Geld. Das geht ja gar nicht. Und das nächste 1-3er-Game. Zeta-Zahnrad. Das klingt nicht gut. Das klingt wirklich nicht gut. Und warum ist das ein 1-3er-Spiel? Drei Spieler. Versucht den Kugelwillis auszuweichen. Ein Spieler dreht das Rad, auf dem die anderen stehen. Aha. Zahnrad drehen. Bewegen. Gut, einfach mal let's go, würde ich sagen. Und ich muss die jetzt drehen, oder was? Ach, ist ja interessant. Oh. Ist ja geil. Haha, ja, ist das geil. Ich hab ihn voll reingeschubst, immer ist das übel. Ist ja geil. Das erinnert mich sehr an Elektroroller, muss man sagen. Aber doch etwas anders als vorher. Oh, Mario. Aber jetzt kommst du hoch, pass auf, Digga. Oder? Nee, reicht nicht, schade. Oh, Mitsukushi. Ja, ja. Gleich bist du oben, pass auf. Oh, the last 5 turns. Es ist Zeit für das letzte 5 Runden Spezial... Wie lange soll das denn noch werden? Ich bin tot, euer Gastgeber. Dann vergleichen wir doch mal die Ergebnisse. Luigi ist erster Mann. Cheater. Yoshi ist zweiter. P
Peach ist Ritter und Mario ist Letzter, der ist aber doof. Er ist wohl der heutige Sieger. Lass uns doch rausnehmen mit einer besonderen Siegervorhersage. Und unser Medium ist heute kein anderer als der Millennium-Stern. Oh, folgender Spieler wird gewinnen. Peach, toll, danke. Ich habe in 9 von 10 Fällen recht. Ist ja logisch, dass wenn du das voraussagst, dass der wegen dem Cheating extra gewinnt. Jeweils 6 Münzen, ist klar. Und wenn es... Ah, es gibt wieder Duelle, Freunde. Mit diesen Worten beginnen wir die letzten 5 Runden, Mann. Tschüssi! Ja, ja. Oh, jetzt wäre ich heiser. Das ist aber nicht in Ordnung. So, Luigi, starte, nicht wahr? Oh Gott, deine 10 hier, Alter. Jetzt bin ich gespannt, was das hier für Duelle sind. Ich muss ehrlich sagen, meine Neugier bremst mich gerade ein bisschen aus hier in meinem Commentating, weil ich denke immer die ganze Zeit, was könnte das für ein Duell im Schneeberg sein? Wettschnee werfen oder... oder Schlittschuh-Racing? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich erstmal meine Zauberlampe nutzen und mir noch einen zweiten Stern ergattern. Ich bin der Pilzgeist, ich bin cool, Mann. Komm, fahr mit. Pilzkadabra. Das könnte ein neues Pokémon sein. Kadabra entwickelt sich zu Pilzkadabra. Ah, Spaß beiseite. Erstmal ein Stern eingesnackt, nicht wahr? Ey, Mario, kommst du denn der Mann? Aber egal, hier hast du meinen Stern, Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich für den Millennium-Stern so eine tiefe Stimme mache. Ich glaube, das passt irgendwie, oder? I've got it, Mann. Lern mal Englisch. Spricht da total falsch aus hier. Oh, der nächste Stern ist da links, Freunde. Gott, da war ich doch gerade eben noch. Ist das crazy, oder was? Muss ich mal gucken, wie komme ich denn jetzt am besten hin? Ach, ich laufe in Lenny Oshop. Oh nee, oder? Du. Scheiße. Warum krieg ich ja nicht immer die Kohle abgezogen? Ist doch asozial, oder? So, an der Stelle wird nach rechts gehen, ja. Ich glaube, da kannst du nämlich aufs Eis und da dann direkt wieder Richtung links zum Stern. Genau da, wo Yoshi gerade ungefähr steht. Oh, er nutzt sowieso die Zauberlampe, dann ist es egal. Aber ich habe nicht eine einzige Münze mehr. Das ist ziemlich schlecht, muss ich sagen. Aber vielleicht, wenn ich meinen Münzvorsprung behalte, ist das gar nicht schlecht. Ich bin schon wieder der Pilzgeist aus der Zauberlampe, mein Gott. Ich müsste echt mehr Geld für meinen Job verlangen. Ja, ja. Halt dich fest, auf geht's, Pilzkadabra. Durch die heiße Wüstensonne, über den fliegenden Teppich bis über nach Agrabah. Ah ja. Disney Insider sind doch so cool. Hey Yoshi, Mann, wo kommst du her? Quietschu! Na ja, los, Kaufstern. Die mit dem wenigsten Geld haben die meisten Sterne. Ach, ist das geil. Jetzt bin ich gespannt, neues Minispiel wieder. Ey, yeah, Mann, da ist der Stern hier unten, Mann. Oh Gott, ich muss sich wieder woanders hin, ey. Oh Gott, ich glaube, da unten ist gerade Luigi unterwegs. Ich glaube, der holt sich den jetzt eiskalt. Und dann sind wir auf alle auf 2 Sterne hoch. Das ist ziemlich schlecht, muss ich sagen. Oh, flupp. Hier, Mann, Schneeball-Action. Oh, oh. Action-Time. Ich glaube, Yoshi kriegt jetzt Action-Time. Ey, das sollte echt ein bisschen schneller gehen, habe ich das Gefühl, weil das dauert übelst lange, muss ich sagen. Ständig muss ich mir angucken, wie der Schneeball hier rumrollt. Achtung, Yoshi, der Schneeball kommt. Und! Quietschu, Scheiße! Ist das geil, oder was? Oh, ein Duell! Jetzt bin ich gespannt. Zeit für ein Duell, Mann! Hat eine Münze? Los geht's, Mann, lass das Duell beginnen. Oh, jetzt bin ich gespannt. 1 vs 1 Game, Freunde. Und wir kriegen Bowser-Bude! Sehr geil, das will ich sehen. Bowser-Bude. Oh, das Minispiel kommt mir sehr bekannt vor irgendwoher. An dem Fenster scheint ein Baby-Bowser. Kann ja sein, dass ich... Das habe ich doch schon mal gespielt, oder? Oder das kommt mir von einer anderen Mario Party sehr bekannt vor. Oh, Scheiße, Mann, du hast tot abgeschossen. Ich glaube, tot darf man nicht abschießen, offensichtlich. Ist das geil, oder was? Aber Peach ist definitiv schneller im Schießen. Oder? Naja. Wechselgefühle, würde ich sagen. Also so wie es aussieht, würde Yoshi gewinnen. Wenn sich da nicht bald was dran ändert, dann... Ja, das ist nicht mehr aufzuholen, glaube ich. Yoshi gesiegt mit 49 zu 40. Sieht aus wie ein Fußballergebnis von Erstligisten gegen Fünftligisten. Yoshi hat gewonnen, man, er kriegt 2 Münzen. Wow, wie aufregend. Ich bin schon wieder bei der einzelnen Idiot. Ich hoffe mal, ich kriege mal ein Minispiel, wo man mehr als 10 Münzen bekommt. Flusspiraten, das sieht doch gut aus. Das ist nämlich ein goldenes Minispiel. Ich glaube, hier gibt es auch so mehr als 10 Münzen, wenn ich gut bin. Ich bin's aber nicht, also kann ich Pech haben. Mal gucken. Qui
Beach! Reite auf dem Cooper-Panzer und sammle die Münzen, die im Fluss schwimmen. Oh Gott. Rechts, links bewegen. Okay, gut. Weil die Baumstämme, die legen dich kurz lahm und du kannst keine Münzen sammeln. Oh. Gut, Freunde, nicht auf Baumstämme auflaufen. Also erinnert mich so ein bisschen gerade vom... Also vom... Von der Wasseridee und vom... Naja, blockiert sein her. Money, money, money! Ich will den Sack haben! Scheiße! Kackendreck, Mist! Mist, Mist, ich will den Sack, Mann! Ah, super! Nein! Oh, das ist richtig schwer zu lenken, Freunde! Ah, ich will den Sack haben! Ja, geil! Also, ich muss schon sagen, ich habe zwar Jutet Geld gesammelt, aber die anderen auch. Ich wünschte, man könnte springen, dann könnte man ein bisschen über die... Also, das ist wirklich extrem schwere Steuerung, muss ich gerade mal sagen. Er schlingert extrem. Da legt man sich schnell auf die Schnauze. Oh, Yoshi kann ich leider noch nicht aufholen. Das wäre echt nicht schlecht, aber Luigi wird sich eh gleich den Stern holen, weil der gerade unten, da unten in der Nähe ist. Davon wird ihm gerade nichts abbringen. Außer er würfelt schlecht. Los, Mann, bezahl an die Bank, Mann. Ein Polen-Cooper. Cool. 25 Münzen schon in der Bank, ne? Das ist ja interessant. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum er sich vorhin den Stern nicht geholt hat. Das war ziemlich blöd, muss ich sagen. Aber nur gut, nun hat er seinen zweiten Stern ebenfalls. Aber ich muss sagen, es ist jedenfalls jetzt nicht einfach, den Story-Modus hier zu gewinnen. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich muss hier nicht irgendwie verkacken und es dann nochmal machen, weil das wäre sehr, sehr scheiße. Also vertraue ich einfach mal auf meinen Skill. Oh Gott, ey. Ey, die haben so ein Glück, oder was? Der nächste, der von den Beinen dran ist, kriegt auch wieder einen Stern. Das dürfte wahrscheinlich... Oh Gott. Oh, das ist ein Lüxer, Bambi, meine Frau. Ärgerst du gerne andere? Nö. Oh. Er war zwar ehrlich, aber im Grunde war das falsch. Gut. Ich kann hier gerade gar nichts machen. Ich bin hier gerade... Oh, wenn ich aber genug Geld hätte und ich würde bei Buhu vorbeikommen? Na, mal sehen. Achso, ich muss ja in die Richtung. Scheiße. Wo komme ich da... Oh, warte mal, warte mal. Nee, scheigeil. Komme ich da unten irgendwie hin? Nee, schade. Das ist doch kacke. Nee, ich müsste von... Nee, ich muss von unten irgendwie ranlaufen. Und von unten... Ey, ist das kompliziert. Also man muss wirklich... Da würde ich auf ein blaues Feld kommen. Da oben würde ich auch Items kaufen können und auch auf ein blaues Feld landen. Hier würde ich auf ein Scheigei-Feld landen. Ich probiere es mal, nach links zu gehen. Ich weiß, richtungsmäßig ist das gerade sehr unsinnig, was ich hier versuche, aber... Und, ja. Ein Battle Game. Zuerst nehme ich allen Münzen ab. Und zwar... Was, mir? Hä? Ich dachte, das ist ein Battle Game. Oder wie jetzt? Oder was jetzt? Willkommen zum Glücksgei-Mini-Spiel. Mal sehen, ich denke, wir spielen Glücksgei ist gute Game. Ja, klar. Der Große und der Kleine ketten nun veranstalten ein Kuchenwettfressen. Wer glaubst du, frisst den Kuchen schneller auf? Wenn du recht hast, gewinnst du Münzen. Wenn du falsch liegst, gehören alle deine Münzen mir. Mache deinen Einsatz und gib deinen Tipp ab. Ich mag Pilze lieber als Kuchen. Also ihr seht die Quote. Ja, definitiv, der Große wird gewinnen. Das ist sehr offensichtlich. Er ist größer und, naja, er hat mehr Hunger halt, ne? Also, das war jetzt gerade mehr als eindeutig, Freunde, wer da gewonnen hat. Mario won. Wuff, wuff. Sehr geil. Krieg jetzt einfach doppelte Münzen? Ey, ist ja richtig geil. Schwing! Geil! Kohle! Juhu! Ist ja Hammer. Hey, guck mal, ins Kill schnell meine Kohle verdoppelt. Ist ja Hammer. Boom! Gleich mal Yoshi den zweiten Platz abgezwackt. Peach wird sich jetzt ebenfalls den zweiten Stern und damit ist wieder alles offen. Was ziemlich asozial ist, muss ich sagen. Also die kleine Map, also eigentlich ist sie nicht wirklich klein. Die ist sehr komplex und dadurch nicht sehr weitläufig, weil die Felder doch relativ verhältnismäßig, also es ist nicht weit bis zu den Sternen manchmal. Aber die Wege sind manchmal einfach nur relativ kompliziert und scheiße, ich hätte doch nach rechts gehen sollen. Oh, dann würde ich jetzt zwei Sterne vor Felder vorm Stern stehen. Oh, ist das fies. Das Spiel mit mich so natzen, Freunde. Na, die darf jetzt gleich hinlaufen. Ja. Warte, ich bin nach rechts hier an, da war doch ein Pilzfeld. Bist du blöd, du Tussi, ey. Du bist doch blöd. Oh, ein Warp-Block. Also Yoshi, du darfst gerne mit mir tauschen. Das finde ich echt in Ordnung.
Und jetzt darf er noch würfeln. Quietschen! Ja, ja. 6 Münzen kannst du gerne machen, ist mir egal. Ist ja geil. Ein neues 4-Player-Game. Und einmal, wir kriegen Marios Puzzle Party. Komm, Marios Puzzle Party, da muss ich doch gewinnen. Das geht doch gar nicht anders, oder? Aber ich würde sagen, das machen wir in das nächste Part. Boah, das sieht ja geil aus. Boah, Freunde, das macht mich richtig neugierig. Ziel ist es, 2 oder mehr Blöcke derselben Farbe zu verbinden. Manchmal fällt Steinblock herab und zerquetscht Blöcke. Das Spiel kenne ich aus Mario Party DS. Das gibt's da als Mehrspieler. Wenn man DS verlinkt miteinander, dann gibt's das da auch. Freunde, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dann wieder mal. Macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.